So, da sind wir zum ersten Mal am Beach. Eine frische Brise, ordentlich Wellengang, gute Stimmung. Das Leben ist gut. Aber das Wasser ist dann doch frisch. Jetzt wollen wir dann mal gucken, ob sich einer von uns zwei traut, ins Wasser zu gehen. Er ist es nicht. Manchmal muss man einfach über seinen Schatten springen. Rein geht's. Lautzenpremiere im Internet. Lautzenpremiere im Internet, ja. Das ist wie so oft im Leben, ne? Der Sprung ins kalte Wasser kostet Überwindung. Aber danach wirst du von einer Euphoriewelle wirst du da getragen. Das war der Hammer. So, unsere kleine Farm. Wir haben sogar ein Schwein. Siehst du, was für sensible Wesen das sind? Und da ist natürlich der Chris, schau mal hier. Hat da ein Händchen dafür. Wenn du ihn so massierst. Oh, das gefällt ihm. Oder? Ja. Oh ja. Schwein gehabt. Also das Neuseeland Licht ist echt unfassbar gut, weil es so gut wie keine Luftverschmutzung hier gibt. Es gibt wenig Industrien hier und es gibt ganz viel Wind. Das heißt, wenn hier ein bisschen Verschmutzung in der Luft herrscht, dann wird es gleich wieder auf den Pazifik rausgekehrt. Und wir sind hier auch direkt am Pazifik. Also das heißt, hier kommt das Licht direkt durch. Und es ist eine fantastische Stimmung und natürlich der Traum für jeden Filmemacher und Fotograf hier. Eigentlich das Gegenteil von Hongkong, wo es ja ganz viel Smog gab und das Licht gar nicht so richtig durchgepretzelt ist. Und hier haben wir genau das Gegenteil, dass hier das Licht hervorragend durchkommt. Ja, auch extrem lange Tage, es ist natürlich hier auch Sommer, das heißt im 14 Stunden Tageslicht. Das heißt, eine Menge Zeit, um uns hier auszutoben und zu entdecken und zu shooten und einfach zu leben.